Herzlich willkommen zu unserer heutigen kleinen Vorlesung unserer Mini-Online-Universität, die gleichzeitig auch wissenschaftliche Tagesschau ist. Man könnte sagen, die kleine Vorlesung heißt ja täglich oder alle 2 Tage die wissenschaftliche Tagesschau heute. Und ja, heutige Tagesthemen: alle Reformkonzepte außer Gemeinwohlökonomie, GWÖ, GWO, GWL, also GWÖ, GWO, GWL, GWL, Gemeinwohlökonomie, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, der Next Scientist for Future. Und wie gesagt, googeln Sie mal nach GWÖ, das ist ja eine ganz berühmte Geschichte. Immerhin hat sich das Europäische Parlament das schon mal angehört, wenn auch die Großunternehmen in Deutschland sich schon definitiv gegen die GWÖ als ungeeignet entschieden haben. Aber der Grundansatz ist vernünftig. Die Durchführungspraxis lässt zu wünschen übrig, aber das hat ja dann die GWO als die eben viel ältere Schwester ist mit 53 Jahren Wissenschaftserfahrung, ja richtig gemacht, nämlich wie man sowas seriös wissenschaftlich macht, eine gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. Schluck Wasser. Hier unten an dem rundlichen Ding bitte die Wunschgeschwindigkeit einstellen, da ich ja so langsam spreche. Ja, die Gemeinwohlökonomie und gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung und Gemeinwohllobby, 56%. Ja, sind eigentlich nur vorteilbringende Irrtümer von Sparten in Lobbyisten widerwillen, Gehirnen könnte man sagen. Also das ist das, was so gefährlich macht. Wenn Politiker meinen, sie entwickeln Reformkonzepte und wären da irgendwie auf der Ebene einer Wahrheit. Und die Gefahr ist natürlich auch in allen Neuparteien gewesen. Man denkt sich so, oh, jetzt man auf der Basis von Wahrheit entwickelt man jetzt gute neue Reformen. Dann fehlt da die Selbsterkenntnis. Und die Selbsterkenntnis, die einem sagen könnte, ja hoppla, vielleicht ist das, was ich für ein Reformkonzept halte, eigentlich nur ein vorteilbringender Irrtum bestimmter Sparten und ich bin dadurch ein Lobbyist wider Willen. Und ja, ich habe das ja auch in einer Sendung deutlich gemacht, dass der Markus Krallsche Neoliberalismus oder Markus Krallsche Marktradikalität eigentlich gar kein Reformkonzept sind, sondern einfach nur ein vorteilbringender Irrtum, der Tabak, Alkohol, Süßigkeiten und alle anderen Suchtindustrien sozusagen, die dadurch durch den Neoliberalismus quasi die Narrenfreiheit bekommen, weiterhin Profite durch gemeinwohlschädigende Dinge machen zu können. Wobei der entscheidende Punkt ist, dass sie übersehen folgenden Kernsatz: der Kapitalismus hat nicht bewusste Möglichkeiten der Suchterzeugung bei der Kundschaft. Ja, also der Kapitalismus hat das Riesenproblem, das ist der größte, das ist vielleicht auch eine der größten Entdeckungen der Next Scientists for Future vom Weltrat, dass eben hier die ersten Frühärzte und Frühhändler, die noch in der Wahrheit waren, und dann kommen die ersten Frühärzte und Frühhändler. Und wenn die jetzt irgendwelche Geschichten erzählen, die in den Menschen alle natürlichen Glücksquellen unterdrücken
und dadurch Konsumsucht erzeugen, Sucht gegenüber Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten und anderen Konsumsuchtaspekten erzeugen, dann profitieren diese mehr. Schluck Wasser. Das heißt, ein Wirtschaftssystem, das größtmögliche Freiheit gibt, damit aber auch der Alkohol-, Zigaretten- und Süßigkeitenindustrie, aber auch allen anderen Industrien, vergisst, dass es nicht bewusste Möglichkeiten der Suchterzeugung bei der Kundschaft gibt, denn die Medien, die Journalisten sozusagen als Partner der Händler und Ärzte, schafft Pharmaindustrie und so weiter, als Partner, sie können das sehen, sie brauchen nur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gucken, wie viele, wie gewaltig viele Werbeschaltungen von der Pharmaindustrie, von der Medizinindustrie, von Süßigkeitenindustrie, was auch immer sind. Und dann kann man daraus ermessen, aha, das heißt, dass da eine Evolution läuft, dass eigentlich nur Journalisten und Medien überleben können, die der gleichen Meinung sind, von vornherein der gleichen Meinung sind und die gleichen Ansichten haben wie die größten Werbekunden, sonst geraten sie nämlich ständig in Konflikt damit, verlieren die Werbekunden, verprellen die Werbekunden und gehen deswegen dann pleite als Medium, und so bleiben im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende nur die Journalisten in den letzten Jahrtausenden übrig geblieben. Und es gibt ja für alles immer Vorläufer, ja. Also der Journalist von heute, der hat seinen Vorläufer ja im Märchenerzähler und Geschichtenerzähler und Nachrichtenerzähler der letzten Jahrtausende und Zigtausende und so weiter. Also für alles gibt es Vorläufer. Die ersten Erzählungen sollen wohl an den vor circa 400.000 Jahren ungefähr erzählt worden sein, ja. Der ZDF-Film Die ersten Menschen 1 und 2 zeigt das ja auch, wenn da auch keine genaue Zahlenangabe gemacht wird, aber wir haben unter diese Sendung quasi mal eine Zeitskala gelegt, so um selbst da eine zeitliche Ordnung reinzukriegen. Und dann ist es wohl so, dass Tausch und die Erfindung des Tausches und Märchenerzählerei, dass das alles so ungefähr vor 400.000 Jahren das erste Mal auftauchte. Ja, und das bedeutet dann, dass eben jemand, der sich irrt und den Menschen ihre Glücksmöglichkeiten wegmanipuliert. Ich habe gerade gestern den Film geschaut, zufällig im Fernsehen, über die Odenwaldschule. Und da sieht man, welche Möglichkeiten Medien haben, Sucht zu erzeugen. Der ganze Film, also erstmal gesagt, wenn es wirklich so gewesen sein sollte, wie im Film dargestellt, dann waren da offensichtlich der Hauptlehrer zumindest in dem Film der Odenwaldschule, der war nichts anderes als ein ganz gewöhnlicher Vergewaltiger. Der hat einfach Menschen vergewaltigt, sexuell vergewaltigt. Und hat das mit irgendwelchen vorteilbringenden Irrtümern in sich gerechtfertigt. Also auch wieder mit irgendwelchen Rationalisierungen in sich gerechtfertigt. Ja, und dann ist das durchaus verwerflich zu sehen. Aber der Sinn, warum es überhaupt diese Sendung gibt, ist, weil sie einen
wieder einen Nebel aufbaut, sozusagen so nach dem Motto, seht her, all diese Leute, die für sexuelle Befreiung sind und für Unverklemmtheit, das sind ja eigentlich alles nur Vergewaltiger und das ist ja alles schlecht und auch das mit der Sexualität, das ist doch alles irgendwie in Wahrheit doch böse, schlecht und gefährlich. Und schaut euch diese spinnerten Reformpädagogen an und ihre kriminellen Machenschaften, ihre sozusagen pädophilen Vergewaltigerneigungen und so weiter. Also der Tenor des Ganzen ist, dass in der Bevölkerung einfach nur das Resultat bleibt, Vorsicht, Sexualität, das ist was Böses, Schlechtes, Gefährliches. Und da werden sogar ganze Filme gedreht, um darüber herzuziehen und so weiter. Also unterdrücke schön brav weiter all deine sexuellen Regungen in deinem Leben und dann ist die Welt in Ordnung. Und dann werden die Menschen eben konsumsüchtig, kaufsüchtig und shoppingsüchtig. Und das alles auszublenden, das geschieht bei dem vorteilbringenden Irrtum, das Neoliberalismus oder der Marktradikalität krallscher Prägung, dass nämlich damit letztendlich Sucht erzeugt wird und das, ja, und deswegen kommen wir natürlich wieder zurück zu unserem Kernsatz hier, zu unserem Kernsatz für heute, für die heutige kleine Vorlesung, alle Reformkonzepte außer GWÖ, GWO, GWL. Googeln Sie mal nach Gemeinwohllobby und ich zeige Ihnen jetzt mal Gemeinwohllobby. Jetzt gucken wir uns gerade mal an. Hier, wo ist es? Da müsste es doch sein. Hier, zum Beispiel hier, Artikel, Entwurfsvorlagen der zweiten Runde, hier Präambel. Entwurf 1, Präambel, alte Version der Gemeinwohllobby und dann hier Präambel, Entwurf 2, Dillon, ja. Also man sieht, die nehmen die Experten zur Kenntnis, da sind wir einer von fünf Vorschlägen, ja. Und ich erinnere nur noch mal dran mit ein paar Sätzen. Unsere Präambel beginnt, weil wir der Meinung sind, dass Journalisten sich eine neue Verfassung nur zwei Sätze lang anschauen werden. Wenn bis dahin nichts umwerfend Neues, Begeisterndes kommt, dann schmeißen die das sofort in den Mülleimer. Schluck Wasser. Deswegen nutzen wir die Präambel, um gleich alle Weichenstellungen zu skizzieren. Ich lese mal nur kurz hier vor. Durch diese neue Verfassung wird die Entscheidungshoheit erstmals auf diesem Planeten tatsächlich und faktisch in die Hände der Bevölkerung bzw. Wähler und Wählerinnen gegeben und gemeinwohlorientiertes Handeln in allen Gesellschaftsteilen bzw. Sparten die Regel. Wesentlich für eine dem volkssouverän angemessene Entscheidungsfindung garantiert der Staat ab sofort Argumentefreiheit, eine freie Argumentekultur für jedes sachliche Argument, also eine neue, echte Debattenkultur. Ab jetzt geht es nach den besten Argumenten für das Gemeinwohl aller bei Offenheit für wechselseitige sachliche Kritik bzw. aneinander falsifizieren. Ja, und dann wird noch über die Wohlfühlstimme als eine von unserer, wir haben ja diese sogenannte sechsgliedrige Machtbegrenzungskette, also ein Repertoire von sechs Demokratisierungs- oder Basisdemokratisierungselementen. Davon wird hier die Wohlfühlstimme angesprochen, also dass das eben erwogen wird. Und Sie sehen es, und so würde dann also jetzt hier, und ich zeige ja nachher gleich nochmal die anderen Bilder,
Ja, so, und jetzt ist aber auch entscheidend, dass diese freie Argumentekultur auch hier angewandt wird, dass nämlich bevor die Wählerinnen konsensieren, und zwar eigentlich die Wählerinnen und nicht irgendwelche nicht repräsentativen Wählerinnenstichproben, sondern eine repräsentative Wählerstichprobe oder gleich ein großer Volksentscheid konsensiert. Ich bin ja der Meinung, dass eine repräsentative Wählerstichprobe ausreichen würde. So, und das ist also Gemeinwohllobby. Also im Moment sind die auf einem guten Kurs, denn mehr wollen ja Weltrat und Next Scientists for Future auch nicht als einer von fünf alternativen Vorschlägegruppen zu sein, sozusagen. Ja, und wenn das dann wirklich basisdemokratisch erst einmal die Argumente ausgetauscht werden, warum, wieso man welche Präambel geschrieben hat und für welche Präambel ist, und dann die Wählerinnen konsensieren, nachdem sie vielleicht auch noch Rückfragen beantwortet bekommen haben, dann kann doch was Gutes basisdemokratisches dabei rauskommen. Ja? So, und jetzt gehe ich mal hier hin und guck mal hier rein, so. Also, Kontakt habe ich jetzt geklickt. Übrigens, da unten kann man ja auch verschiedene Sender anstreuen, die zwei Sender von uns und auch den befreundeten Sender anklicken und findet ja viel Material. Übrigens, in etwa 25 Tagen hat man dann auch wieder alle Sendungen zur Verfügung, die gesamten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse von Weltrat und Next Scientists for Future dann zusammenfassen. Ne? Ja, dann haben wir das hier in Englisch, ja, dann haben wir hier Weltrat der Weisen, dann haben wir hier Einführung und Stellungnahme und ja, das ist wieder ein bisschen neu geordnet worden, alles. Da ist nochmal hier die Einführung zu Richard Dawkins, dem, wie heißt es hier, weltweit wichtigsten Denker, wie er bei Wikipedia, wie er von einer Zeitschrift bezeichnet wurde oder von entsprechenden Leuten. Ja, dann Schluck Wasser. Dann kann man sich ja hier, ich erinnere noch mal dran, da hier kann man sich das anklicken, ja, dass Bitte man rufen hier, Sie uns an und lassen Sie sich das von uns das ist das schicken im Video über den, Original das als Volksentscheid-Wahlprogramm, Doc-Datei, die Sie dann und ich will selbst jetzt nur, hier bearbeiten steht dann könnten. optisch Das neu, ist ist Ihr unser erster Geschenk Link, an also alle klicke ich hier Parteien, drauf, dann habe ich weil gleich wir diesen müssen ersten wegkommen von Link. der Einseitigkeit. Ja, Sie sehen Und jetzt habe also dann zum Beispiel gleich die hier, hat Situation, der Wähler dass beim ich hier ersten gucken kann, ah ja, Volksentscheid wie kann nach ich das der in die Wahl, Mitte also rücken? das Ziel Augenblick. sollte sein, nicht mehr Ach so, ich muss sie ein kleiner machen für einseitiges Sie. Wahlprogramm zu schreiben Muss sie und damit kleiner der machen. Ich Entscheidung der glaube, das Wählerinnen könnte schon irgendwie genügen. willkürlich vorzugreifen, Ja, das genügt sondern schon den gerade Wählern, so. also die Partei sammelt die Jetzt verschiedenen sehen Sie unterschiedlichen also, Reformkonzepte zu so einem ist ja unser Bereich, Tipp, die dass wir auf Vorschläge, die diese Weise, sogenannten ich mache es noch Vorschläge eine 1, 2, Nummer 3, 4, kleiner, 5, und dann so dürfen würden die wir ja, Wählerinnen im na, ersten Volksentscheid nach geht der Wahl nicht, gut. wählen, was sie Ich habe den umgesetzt falschen Rahmen gewählt, das können wir wissen so wieder möchten, größer machen. sozusagen. Und das ist die Zukunft der Politik aus unserer Sicht. Ja, So. echte Hier müssen Sie sich Basisdemokratie. vorstellen, Ja? hier ist natürlich noch ein Und Strich, den Sie jetzt bitte, vielleicht nicht sehen, Sie können aber jetzt das ist dieses also ein Video hübsches ständig Kästchen anhalten hier. und dann immer die Und da einzelnen kann man Teile dann lesen. das Ich so gehe sie sehen. ziemlich zügig durch. Also, Ja, Sie, na, das ist ja eine Mist hier mit dem können Sie zum Aussehen. Beispiel Also sowas. Gesundheitsreform,
Das hüpft, ich kann es nicht ändern. Es immer hüpft. Anhalten und lesen. Also eine Reform und Presse, Radio und Fernsehreformen. Punkt, hier nur drei Vorschläge. Kann man hier die Konsensierungspunkte eintragen. Es müssen ja nicht und fünf sein oder Wählerin, sieben, sondern so viele, wie halt da sind, wie im unterschiedliche Konzepte, wie, wie viele halt da sind in der Welt. Und daraus besteht die Aufgabe einer zukünftigen jeweils Partei. Können hier Kindergrippen und Kindergärten bisher nur zwei Vorschläge. Arbeiten Sie dran, da gibt es bestimmt noch mehr Vorschläge. Links immer die vom Weltrat bzw. Next Scientists for Future. Und dann kann man die nochmal aufkonsensieren, ja, kann nochmal eine repräsentative Wählerstichprobe konsensieren. Was haben wir hier noch? Wirtschaft, Handel, Mittelstand, lassen. Das war dieser Fünferblock, ja, der ist hier in zwei Seiten so aufgeteilt. Würden wir ja dann haben wir hier empfehlen, Vorschlag 1, 2, 3. Das aufzubereiten mit der sozusagen, ja, mit alles der, lesen und Präambel da und hier dann Artikel beginnt 1, Artikel 2, echte Demokratisierung. Artikel 3 der neuen Verfassung, also alle, ja, das Artikel, ist der, das der ist das eben neue auch so erste schön Punkt hier einer fünfgliedrigen eines Volksentscheides auch Machtbegrenzungs- oder Demokratisierungskette. Punkte, ja, also in der neuen Umweltschutz jetzt und ja Klimaschutz, bei der Präambel, zwei fünf Vorschläge bisher nur. Ja. Und, ja, und so hat man dann haben wir hier glücklicheres Leben, so. Gut, das war es auch. Frage, schon wie wieder weit da. Sich aus Hausarzt, ja, Gesundheitskommunen sozusagen auch. Dann müsste ich das wieder haben. Ja, und dann nochmal zur Erinnerung. Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche ist die einzige Chance für die Menschheit. Also, was mache ich, wenn ich wechselseitig Falsifizierungsversuche? Dann sage ich, aha, das Reformkonzept des Gesprächspartners ist aus meiner Sicht ein vorteilbringender Irrtum der Sparten XYZ und ist deswegen ein Irrtum. Und wenn man so miteinander spricht, dass man gegenseitig versucht, die vorteilbringenden Irrtümer oder einfach nur Irrtümer. Nicht jeder Irrtum muss immer ein vorteilbringender Irrtum sein, aber man sollte immer erst danach davon ausgehen, dass jeder Irrtum, der sich weit ausgebreitet ist, für irgendeine Sparte wahrscheinlich ein vorteilbringender Irrtum ist, sonst hätte er sich nicht so weit ausgebreitet und wäre nicht so stark multipliziert worden, weil er muss ja etwas, was multipliziert wird, muss ja für irgendjemanden Vorteile bringen oder gebracht haben, sonst wäre es nicht so oft multipliziert worden. Schluck Wasser. Und insofern dieses Gespräch, sozusagen sich gegenseitig auf die Irrtümer anzusprechen, also sozusagen die Aufforderung, wo ist unser Konzept ein vorteilbringender Irrtum? Wo ist unser Konzept ein VI und ich ein LWW, ein Lobbyist wider Willen, ja? Das ist das, worum es geht. Das ist der wahre Prozess. Und wenn wir den nicht gehen, dann treten all die Reformer auf und sagen, oh toll, ich habe eine wahrheitsorientierte Reform entwickelt. In Wirklichkeit erkennen sie gar nicht, dass sie einfach nur Lobbyisten wider Willen für bestimmte Sparten und deren vorteilbringende Irrtümer sind. Denn die meisten Reformkonzepte, die rumgeistern, sind auch nur vorteilbringende Irrtümer bestimmter Sparten. Ich erinnere an das Musterbeispiel Mindestlöhne und Tariflöhne als vorteilbringende Irrtümer der Sozialsparten, da diese am Ende Massenarbeitslosigkeit erzeugen und damit viele neue Kundschaft für die Sozialspartler, Arbeitsamtmitarbeiter und so weiter erzeugen. Ja? Also insofern, das ist das, worum es geht, und alles andere ist ja hochproblematisch. Ja,
So, dann gucken wir uns mal an. Ja, deswegen also. Und dann lese ich jetzt mal noch ein bisschen hier was. Die unzähligen verschiedenen Weltsichten gibt es nur, weil ganz viele Sparten und ganz viele vorteilbringende Irrtümer in der Evolution entstanden. Und das hatte ich eben schon vorgelesen. Der Kapitalismus hat nicht bewusste Möglichkeiten der Suchterzeugung bei der Kundschaft. Und deswegen darf es keinen freien, wilden Markt geben, denn der läuft immer auf maximale Suchterzeugung bei der Kundschaft hinaus, maximale Massenmanipulation, maximale Glückszerstörung, denn nur glückszerstörte Menschen sind richtig schön suchtanfällig. Ja? Ein Video von Die Basis zeigte richtig, ja, es ist richtig, die Wähler entscheiden zu lassen. Aber um gewählt zu werden, erwarten die Wähler, dass eine hochkompetente Reformenpalette ihnen zur Entscheidung vorgelegt wird. Das, was ich also eben gerade gezeigt hatte, diese mit den hübschen Kreisen, diese vier, fünf Vorschläge, Gruppen, Wahlalternativen, ja, die müssen vor Kompetenz strotzen. Da müssen wirklich kompetente Reformalternativen, zum Beispiel von Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, die berühmte jüngere marxistische Schwester von uns und unsere gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnungskonzeption und dann vielleicht die Verfassungspunktvorschläge der Gemeinwohllobby, wenn die sich weiterhin so konstruktiv entwickelt, mit Beteiligung der GWO und der GWÖ. Ja, denn das ist ja das Tolle der Gemeinwohllobby. Ja, natürlich versuchen irgendwelche unrealistischen Menschen auch wieder irgendwie zu behaupten, dass die neue verfassungsgebende Versammlung der Gemeinwohllobby irgendetwas mit diesen rückwärtsgewandten Reichsbürgern oder Ähnlichem zu tun hätte. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Dort werden diese Sachen sind aktiv rausgeschmissen worden, weil man mit denen gar nichts zu tun haben will. Was zwar auch nicht absolute freie Argumentekultur ist, aber sicherlich verständlich ist, denn diese rückwärtsgewandten Sachen interessieren ja keinen Menschen ernsthaft, keine vernünftigen Menschen ernsthaft, aber sondern die Gemeinwohllobby ist auf der Höhe der Zeit, beschäftigt sich mit der Gemeinwohlökonomie Christian Felbers, mit der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future. Und damit ist sie hochaktuell. Und das, was dann an Verfassungsartikeln kommt, sind eigentlich ja auch Parteiprogrammspunkte. Man könnte ja auch die als Partei, als Neupartei, auch den Volksentscheid Verfassung auch als Teil des basisdemokratischen Verständnisses den Wählerinnen zum Konsensieren vorlegen. Aber bitte immer Vorsicht, die eigene Parteibasis ist keine repräsentative Wählerstichprobe. Ja, und zum Beispiel die Basis hat ja jetzt, glaube ich, 20.000 Mitglieder. Und wenn man da vom Mitgliedsbeitrag nur einen Euro verwendet, dann hat man 20.000 Euro. Und damit kann man eine wunderbar von professionellen Instituten eine repräsentative Wählerstichprobe, denen zum Beispiel die Dinge zur Entscheidung vorlegen und dann hat man wirkliche echte Basisdemokratie. Denn man muss nicht immer einen großen Volksentscheid machen. Viele Dinge lassen sich auch mit repräsentativen Wählerstichproben gut entscheiden. Alle eindeutigen Ergebnisse, also wo es wirklich große
Bevorzugungen bestimmter Vorschläge gibt, da muss man davon ausgehen, dass auch bei einem großen Volksentscheid dann nichts anderes rauskäme. Schluck Wasser. Und allen Wahl-, Meinungs- und Marktforschungsinstituten zu unterstellen, dass sie sozusagen die Daten aktiv fälschen würden, ja, da mag was dran sein, dass da ein kleiner Bias drin ist, aber wie gesagt, die sind schon bemüht darum, wirklich nach bestem Wissen, Gewissen und Gewissen repräsentative Wählerstichproben zusammenzustellen. Und da kann man so schon auf jeden Fall sich tausendmal mehr drauf verlassen als auf eine Konsensierung der Parteibasis einer Partei, denn die ist garantiert keine repräsentative Wählerstichprobe, weil dort einfach zu viel interessierte Personen sind, die voll sind mit vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten. Also in Parteien sind einfach viel zu viele Lobbyisten wider Willen bestimmter Sparten und so weiter. Und oft auch sozusagen Lobbyisten wider Willen ihrer eigenen Sparten und so weiter. Und bei den Wählern kann man hoffen, dass die, natürlich sind in denen auch alle vorteilbringenden Irrtümer, aber dass da auch noch so irgendwas übrig bleibt wie ein Rest vernünftiger, gesunder Menschenverstand und dass dann die Wählerinnen wirklich zu weitaus besseren Entscheidungen kommen als die Parteimitglieder, die eben ja keine repräsentative Wählerstichprobe sind, also nicht repräsentativ für die Wähler sind. Ne? Und wir sind ja der Meinung, dass echte Basisdemokratie erst dann anfängt, wenn man mindestens mit repräsentativen WählerInnen-Stichproben arbeitet und dort die Entscheidungen fällen lässt. Ja. Aber wie gesagt, noch einmal ganz klar, um gewählt zu werden, also die Wähler, damit die Wähler etwas wählen, erwarten die und setzen die voraus, dass in diesen 5 Vorschlägegruppen, die ich Ihnen vorhin ja gezeigt habe, einmal 4 Vorschlägegruppen, einmal 5, dass da auch eine hochkompetente Reformenpalette ihnen zur Entscheidung vorgelegt wird. Ja? Und die Entscheidung, eine Partei zu wählen, hängt dann davon ab, wie hochkompetent diese unterschiedlichen Reformvorschlägegruppen sind. Ja? Und dann ist eben der Punkt, dass nicht oder zu wenig Nutzen hochkompetenter Experten bedeutet, den Wahlerfolg wegzuwerfen. Ja, das ist also aus meiner Sicht, hat man schon ganz viele Wahlerfolgschancen weggeschmissen und in den Mülleimer geworfen, weil man weder kontrovers diskutiert hat mit der Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, noch mit der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung der Next Scientist for Future, was ja jetzt bald beginnt. Und man hat auch nicht diskutiert mit der Gemeinwohllobby, wobei übrigens die Frau Grimmenstein von der Gemeinwohllobby ja sagt, sie hätte vor Ort immer sehr guten Kontakt mit der Basis und die Verfassungscafés oder Verfassungstreffen würden immer mit Beteiligung von vielen die Basismitgliedern stattfinden. Also das lässt ja eigentlich sehen, da ist eine Verbindung vom geistigen Niveau her. Ja. Und ja, und nochmal kurz unser Standpunkt. Ja, wir wollen ja den Neuparteien unsere 56% schenken, die unsere Professoren bei einem Partnerinstitut des drittgrößten Marktforschungsinstitutes vor einer ungefähr repräsentativen Wählerstichprobe erreicht haben. Und wie gesagt, wenn es nicht ganz eine repräsentative Wählerstichprobe war,
dann sind es eben nicht 56%, sondern vielleicht 28%, die Hälfte. Und damit kann man immer noch den Kanzler stellen. Ja? Das meine ich, wenn die Zahlen so eindeutig sind, dann ist es schwer zu erklären. Also, ja, wenn das Verhältnis war ja schließlich 56% GWO quasi, 56% GWO gegenüber 16% soziale Marktwirtschaft in der Variante der CDU oder so, ja. Und diese 40% Vorsprung, ja, das ist schlecht wegzureden, dadurch, dass die vielleicht die Wählerstichprobe nicht ganz repräsentativ war oder so. Ne? Dieser Riesenunterschied ist da nicht so einfach wegzureden. Ja? Vor allem, wenn man die Kommentare liest. Man muss ja die Kommentare lesen. Wo war das nochmal? Hier haben sie es doch. Ja, hier. Wählerinnen-Kommentare zum Staatscoaching. Ja, da können Sie jetzt hier 2 Stunden lang begeisterte Kommentare der Wählerinnen aus verschiedenen Gelegenheiten, aus der Open Petition Studie quasi, die letztendlich. Da lesen Sie lauter so Kommentare wie: Das ist der wahre Ansatz, ja. Das können Sie jetzt hier können Sie jetzt ein paar Stunden lesen. Ne? Lauter begeisterte Kommentare darüber. Und dann wird schon verständlich, woher die 56% kommen. Ne? Ja, das kann man natürlich hier alles, sollte man alles geschaut haben und angeklickt haben. Ja, dann, also wir wollen dieses 56% schenken. Und im Corona-Ausschuss Termin 12, zweite Hälfte haben wir ja besprochen, dass es eben darum geht, wenn die Fehlanreize im System durch die GWL abgeschafft worden wären, dann hätte es Corona nie gegeben. Auch die Schweinegrippe oder die Vogelgrippe hätte es nie gegeben. Denn ein gemeinwohlorientiertes Wirtschaftssystem, egal welcher Prägung, schließt einfach solche Fehlentwicklungen aus, weil es einfach keine Beute mehr gibt für Dinge, die schädlich sind für die Gesamtgemeinschaft, ne? Und für die Menschen. Ja, ja und das bedeutet eben, weil der Bezahlungsschlüssel eben geändert wird. Da wird nicht mehr das Verkaufen von möglichst vielen Impfungen fürstlich belohnt, sondern das Fördern von möglichst viel Gesundheit in der Bevölkerung oder in der Kundschaft, in den Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern. Das wird belohnt und nichts anderes mehr. Ja? Und dann ist halt auch ein großes Thema diese Projektion, ja, sozusagen, die Verschwörungstheoretiker sind ja die Extremsten dieser Projektion. Das sind immer alle anderen Verbrecher und man selber ist immer der Engel. Ja? Und diese Projektion, das ist der Weg der Selbsterkenntnis, dass man erkennt, wo bin ich denn, Drosten, Wieler und Lauterbach, gewesen oder wo bin ich es noch heute? Das ist der richtige, das ist wissenschaftliche Menschenkenntnis und wissenschaftliche Selbsterkenntnis. Ja. Wo bin ich selber immer noch vor? Bitte sagen Sie mir, liebe Gesprächsteilnehmer und Partner, sagen Sie mir, wo unsere Reformkonzepte vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten, welcher bestimmten Sparten sind und wo sind wir auch noch Lobbyisten wider Willen und irren uns sozusagen. Ja, wo ist unser Konzept ein vorteilbringender Irrtum und ich ein Lobbyist wider Willen? Und wenn man auf dieser Ebene miteinander spricht, dann kommt man zu gewissen Lösungen. Ja? Ja. Und Stiftung Warentest, ja, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Also
Die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung läuft auf eine Stiftung Warentestisierung raus, dass sie also ständig gucken können, wie steht denn der Politiker, meine Ministerpräsidentin meines Bundeslandes bei der Stiftung Warentest da im Vergleich zu allen anderen MinisterpräsidentInnen der verschiedenen, der 15 anderen Länder. Ja, und dann kann ich doch gucken, ja, wähle ich doch den höchstens wieder, wenn er auf den vorderen Plätzen ist bei der Erzeugung von Verbesserungen im Bereich der Wohlfühlstimmen der Wählerinnen. Ne? Und das ist doch der Weg. Ja, und jetzt mache ich nochmal wieder eine kurze Bilderschau für heute. Bilderschau, wo ist es? Ja, ich fange mal ganz vorne an. Also, Weltrat der Weisen, unsere Bildershow. Ja, also, es ist richtig, den antikooperativen Anteil zu erkennen, während die naiven Menschen nur den kooperativen Anteil sehen und der Meinung sind, dass Pharmakonzerne und so weiter alle nur Gutes täten. Die glauben, dass alles auf Wahrheiten beruhen würde und dass die Profitinteressen nicht zu einer Veränderung in Richtung Schädlichkeit führen können. Das ist der naive Aberglaube großer Teile der Gesellschaft. Ja. Dann gibt es die anderen, die erkennen den antikooperativen Anteil und die aber immer nur projizieren und sagen, das sind ja alles kriminelle Lügner und Verbrecher. Die müssen aufpassen, denn die sind dann wahrscheinlich oft einfach im unrealistischen Bereich und werden selber zu Kriminellen, indem sie anderen, ja, und so Rufmord ist strafbar, hieß es gestern, ja. Das heißt, und der Weltrat empfiehlt, gehen wir doch lieber davon aus, dass der antikooperative Anteil in der Gesellschaft entsteht durch die vorteilbringenden Irrtümer, mit denen uns die verschiedenen Sparten infizieren und dass es dadurch zur Schädigung der Gesellschaft kommt und dass es natürlich auch einzelne kriminelle Lügner und Verschwörer geben mag, ist okay. Braucht uns aber nicht weiter zu interessieren, denn wir müssen ja sowieso die vorteilbringenden Irrtümer als Irrtümer enttarnen. Und das müssen wir, egal ob es sich um Lügen handelt oder um andere Irrtümer, es sind ja auch immer irgendwie welche Irrtümer. Ja? Und wir lassen ja in unser Gehirn immer nur rein, was wir als Wahrheit empfinden. Und wenn wir einen Irrtum als Wahrheit empfinden, dann ist er in unserem Kopf drin und wirkt manipulativ als parasitäres Mem, als Killervirus des Geistes, als irrationale Kognition und steuert uns zu unserem eigenen Schaden. Ja? Und das ist ja das, worum es geht. Ja, und dann hatte ich ja eben schon erklärt, dass eben, wie gesagt, die Glückszerstörung, die Veränderung, das Anfüllen unserer Gehirne mit vorteilbringenden Irrtümern, das große Risiko ab der Erfindung von Markt, Tauschhandel und Arbeitsteilung war und dann auch tatsächlich geschehen ist, weswegen wir jetzt die Wende zur gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung brauchen. Ja, und wir können diskutieren, kann man über Wohlfühlstimme, Gesundheitsaufwand, Erwartungskurve verglichen mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand, Kosten von Fehlzeiten am Arbeitsplatz aus Sicht des Unternehmens, Sicherheitsgefühl, Stimme, könnte man darüber diskutieren, Beitragsrückerstattung, Sonderbelohnungsprämie kann man darüber diskutieren. Was man aber auf jeden Fall verwenden sollte, ist die Steuerabgabenleistung. Ja, und dann hier die Normalverteilung oder auch der große Kuchen, an dem alle Sparten fressen wollen. Und die Normalverteilung, einer der größte vorteilbringende Irrtum der Sozialsparten. Alle Kinder sind potenzielle Genies.
Wir müssen nur die richtige Bildung draufschütten, dann sind sie alle totale Genies. Nein, die Evolution ist ein Ungleichheitserzeuger und erzeugt eben Kinder mit großen Gehirnen, kleinen Gehirnen, also potenziell hochintelligente Kinder, potenziell wenig intelligente Kinder. Und wer das vernachlässigt, macht grundsätzlich falsche Politik. Denn der sorgt dann dafür, dass es letztendlich hier zu viele Kinder gibt und die werden dann wieder Kundschaft für die Sozialsparten. Insofern vorteilbringender Irrtum. Das ist ein Kundenbeschaffungsirrtum, ein vorteilbringender Kundenbeschaffungsirrtum, die Idee von der geistigen Gleichheit jedes neugeborenen Kindes, na, zum Beispiel. Ja, und hier könnte man wieder sagen, hier sind die Sparten, hier sind die wenigen, die keiner Sparte angehören. Und alle Sparten pumpen die vorteilbringenden Irrtümer raus. Das kommt nachher nochmal besser. Ja, unsere geliebten Milliardärskönige, da sollten wir nicht mit der Projektion arbeiten und sagen, die Bösen da draußen, sondern uns an die eigene Nase fassen, vor der eigenen Tür kehren. Was störst du dich am Splitter im Auge deines Bruders und siehst den Balken im Auge nicht? Wo haben wir alle selbst mitgewirkt an diesem teuflischen kapitalistischen System und haben anderen Menschen Schaden zugefügt, um selber Profite zu machen, ja? Und auch wenn das noch so nicht bewusst war, aber wo sind wir selber auch Täter in dem Spiel, ja? Und dann hört das auch vielleicht auf mit diesem, oh, die bösen, bösen Reichen, ja? Das muss aufhören, ne? Ja, die Fridays for Future, Greta Thunberg, stellvertretend für das Thema sozusagen, wie weit die NGOs, die vielleicht die gefährlichsten aller Sozialsparten sind, denn dort werden vorteilbringende Irrtümer ausgestreut, die am Ende das Spendenaufkommen und damit die Gehälter der Geschäftsführer der jeweiligen NGOs vergrößern und deswegen auf jeden Fall sind diese ganzen NGOs, auch Fridays for Future ist die große irrationale NGO, und all die anderen sind auch nicht viel weniger irrational, ja. Ja, hier haben wir nochmal die Umkehrung. Jetzt könnte man das mit dem Gravitationsgesetz, das also Naturgesetz von Mutation und Selektion mit dem Gravitationsgesetz parallelisieren, dass wenn hier die Erdanziehung ist, dann fließt das Wasser eben Richtung ungefährer Massenschwerpunkt der Erde bzw. des ganzen Universums dann und genauso fließen die Irrtümer und Vorteil bringt die Irrtümer und die Wahrheit fließen je nach der Anreizkonstellation im Sinne von Mutation und Selektion und die Selektion, die Anreizkonstellationen stellen ja letztendlich die Selektionsbedingungen dar und dann vermehren sich bestimmte vorteilbringende Irrtümer, wenn sie eben, ja, eben, wenn sie Profit bringen, ne, Vorteile bringen. Dann haben wir hier. Wir beschäftigen uns ja mit den letzten 13,8 Milliarden Jahren der Evolution. Und wie gesagt, ich habe es ja eben schon angedeutet, die Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung hat uns halt das Genick gebrochen vor 400.000 Jahren. Wo sind die hunderttausenden Jahre hier? Millionen Jahre. Hier sind die 400.000 Jahre, hier sind sie. 0,4 Millionen Jahre, ja, genau da. Ja, gut, also da gehe ich jetzt nicht, bin ich ja schon tausendmal ausführlich dran auch eingegangen in all den anderen Vorlesungen. Ja, und der Mensch eben. Vor 13,8 Millionen Jahren hat sich evoluiert, das Gehirn wurde immer größer und dann das Maximum vor etwa 40.000 Jahren,
dann die Degeneration und wir heute nur noch, haben wir nur noch 1350 Milliliter, also 150 Milliliter verloren. Und möglicherweise erwartet uns eine Degeneration der gesamten Menschheit, wenn wir nicht endlich die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung einführen. Ja, hier nochmal die Links- und Rechtsextremen, das sind meistens die mit den kleineren Gehirnen, die dann eben falsch, also wieder irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer irgendwelcher Sparten im Kopf haben und deswegen dann die gesamte Gesellschaft zu zerstören neigen mit ihren unrealistischen Reformkonzepten. Ne? So, und hier sind die Next Scientists for Future, die bodenständige, vernünftige, realistische Linke. Tja, das, mal gucken, das. Dann haben wir hier, geht es hier weiter mit den Bildchen. Ja, die Neugeborenen, die Kinder sind Aussackungen der Mutter ihrer selbst in die Zukunft hinein. Man sieht hier schön die Sackform, da ist die Nabelschnur und dann ist das ja eine Aussackung ihrer selbst in die Zukunft hinein, gewürzt mit ein paar frischen zusätzlichen Genen des leiblichen Vaters, des Samenspenders. Und dieser egoistische Akt des Nährens seiner selbst in Form einer Aussackung seiner selbst in die Zukunft hinein führt die Mutter hier mit diesem hochegoistischen Akt weiter durch, indem sie hier statt der Nabelschnur zwischen Brustwarze und den Lippen des Säuglings eine Verbindung herstellt und deswegen der Säugling Energie und vieles Gesunde sozusagen von der Mutter absaugen kann, weil er jetzt die Nabelschnur nicht mehr hat. Ja? Aber das ist ein hochegoistischer Akt. Und ja, eben allen Rassisten sei gesagt, ja, wir freuen uns doch über die hübsche schwarzafrikanische Gesundheitswissenschaftlerin, die mit ihren guten Genen unseren Genpool anreichert, denn zwei Fakten wissen die Rassisten nicht. Erstens, dass es immer gut ist, frische Gene in eine Gruppe reinzubringen, das nicht schädlicher ist als eine homogene Gruppe der Bio-Deutschen, sondern wir brauchen diese frischen, guten Gene. Wenn diese hübsche Afrikanerin, dann Schwarzafrikanerin, lauter Kinder hat mit Männern, die schon länger in Deutschland leben, dann dringen diese Gene in den Genpool ein und wir werden bereichert. Eher ist es für die Schwarzafrikanerin ein Risiko, weil sie in einem Breitengrad quasi in Region der Erde, jetzt benutze ich das Bild hier wieder als Erdkugel hier, wenn wir das als Erdkugel jetzt mal verstehen, wäre also evoluiert ist in einem sonnendurchfluteten Teil der Erde und dann in einen nördlichen der Sonne geht mit anderen Bedingungen, der riskiert natürlich immer seine Gesundheit, weil es doch gewisse Teilanpassungen auf die jeweiligen Gebiete der Erde gibt. Nun mal. Ne? Aber gut, das ist dann das Risiko, dass die Schwarzafrikanerin eingeht, wenn sie sich dann hier um Arbeit in Deutschland bewirbt und nach unserem neuen Einwanderungsrecht dann zugelassen wird in Deutschland. Ja? Solange sie keine Parallelgesellschaft aufbaut, das Aufbauen von Parallelgesellschaften führt sofort zum Verlust der Aufenthaltserlaubnis. Ja? Und eben, es gibt noch ein Argument gegen alle Rassisten. Ja, lieber Rassist, Sie waren vor 100.000 Jahren, waren Ihre Urgroßmutter und Ihr Urgroßvater Schwarzafrikaner. Sie sind also auch nichts anderes als ein Schwarzafrikaner mit einem künstlichen, oberflächlichen, helleren Anstrich. Und wieso sind Sie jetzt Rassist und gegen Schwarzafrikaner? Ist doch absurd, Sie sind doch selber einer. Ja? Also das müssen wir doch mit denen durchdiskutieren. Also. Dann hier, das sind die sechs Kettenglieder, die Machtbegrenzungskettenglieder der Basisdemokratie. Die Wohlfühlstimme könnte alle ersetzen und die anderen sind die, die man
noch zur Verfügung hätte, wenn man es tausendprozentig sicher machen will und wirklich alle Register des Demokratischen ziehen möchte. Ja, ja, und hier nochmal die Bilder. Das ist nochmal sehen hier. Das ist also das optische Erscheinungsbild. Hier nochmal die Sparten. Ja, man kann jetzt also hier die Sparten eintragen. Die gefährlichste ist ja, sind ja die Sozialsparten, die Gesundheitssparten, die Waffensparten, die Bildungssparten. All Sparten produzieren all diese Sparten, überschütten die ganze Welt wie mit Aerosolen, mit diesen vorteilbringenden Irrtümern. Und also es sind auch die, die keiner Sparte angehören, bald voll von all den vorteilbringenden Irrtümern und alle sind dann am Ende Lobbyisten wider Willen und kämpfen quasi argumentieren für die vorteilbringenden Irrtümer irgendwelcher Sparten, argumentieren also quasi für die Profite bestimmter Sparten, anstatt wirklich eine sachliche Reformentwicklung zu betreiben. Schluck Wasser. Ja, und hier sieht man jetzt die Gesundheitsreform in 4 Varianten. Da fehlt noch die 5. Vorschlägegruppe. Muss ja auch jetzt nicht unbedingt sein. Aber also sehen Sie, so können Sie dann eben immer weiter konsensieren. Ja. Immer schön die Kreischen für Konsensierungs, also Widerstand, 0 Widerstandspunkte, 10 Widerstandspunkte, höchster Widerstand. Oder Kreuzchen, je nachdem, wie man das dann machen wird. Hier Reform, Presse, Radio, Fernsehen, also Medienreform. Da ist auch wieder unser Konzept hier und so weiter mit dabei. Ja, und so könnte das ein Volksentscheid der Zukunft aussehen. Ökologische Landwirtschaft war das gerade. Ja, Wirtschaft, Handel, Politik, national und international, Reformen, ja. Reformen, Arbeitslosigkeit, ja. Ja, und Umweltschutz und Klimaschutzreformen, Matriarchatsforschung. Und so könnten Sie, liebe Wählerinnen, könnte man echte Basisdemokratie praktizieren, wenn einer repräsentativen Wählerinnen-Stichprobe all diese Dinge vorgelegt werden. Ja, und ja, das, denke ich, war's mit dieser kleinen und ungefähr eine Stunde Vorlesung immerhin. Ja, das ist doch lang genug, finde ich. Also ich fasse nochmal zusammen. Alle Reformkonzepte, außer denen, die irgendwie verwandt sind mit den gemeinwohlorientierten Reformkonzepten von GWÖ, GWO, GWL, alle diese Reformkonzepte sind eigentlich nur vorteilbringende Irrtümer von Sparten in den Gehirnen von Lobbyisten wider Willen. Ja? Und 56% hat man nur, wenn man sich in diesem gemeinwohlorientierten Rahmen bewegt und das den Wählerinnen auch ganz klar kommuniziert, indem man in den Vorschlägegruppen vielleicht zwei verschiedene gemeinwohlorientierte Konzepte vorkommen, GWÖ-Konzept, GWO-Konzept. Und damit sehen die Wählerinnen, ja hoppla, da kommt was ganz Tolles, Gutes. Und dann kriegt man die 56%, die ja auch schon die GWO der Next Scientists for Future.de erreicht hatte. Und das ist der Erfolgsplan und das ist schade, dass zum Beispiel jetzt hier, ich fürchte, dass wir nie wieder was von der PDF, der Partei des Fortschritts, hören werden, von der Fortschrittspartei Österreichs nie wieder was hören, vom Bündnis 21 die Pinken nie wieder was hören werden, weil die sich alle entschieden haben, nicht mit auf dieser Ebene GWÖ, GWO, GWL zu arbeiten, sondern weil sie denken, sie könnten es besser und nicht erkannt haben, dass sie doch eigentlich nur, dass ihre Reformkonzepte und Reformvorstellungen eigentlich nur vorteilbringende Irrtümer von irgendwelchen Sparten und dass sie selbst als Reformentwickler eigentlich nur Lobbyisten wider Willen sind. Und man hat als Partei, jede Partei hat nur ein paar Schüsse. Und wenn sie diese Schüsse verbraucht hat und verpulvert hat, dann haben die Wähler das abgehakt als uninteressant und dann
ist das Geschichte, ist eine Parteigeschichte. Ja, und deswegen ist es ja so erfreulich, dass die Basis 1,5% in Sachsen-Anhalt bekommen hat. Das heißt, das bedeutet, die Wähler haben sich noch nicht grundsätzlich gegen die Basis entschieden. Also besteht die Chance, noch auf den 56%-Kurs zu gehen und GWÖ, GWO, GWL und Gemeinwohlorientiertes den Wählerinnen nahezubringen und dann wirklich gewählt zu werden. Und wie gesagt, es ist gut, dass man die Wählerinnen nach der Wahl konsensieren lassen will, aber die Wähler, um sich für die Basis zu entscheiden, brauchen die schon mal etwas, um auf den Geschmack zu kommen. Welche brillanten Reformvorschläge, Gruppen hat die Basis schon aus dem Pool aller weltweit verfügbaren Reformkonzepte herausgefiltert und kann sie den Wählern präsentieren? Dann denke ich, dann werden die 5% möglich und dann irgendwann auch die 56%. Und wenn es nur die 28 am Ende sind, wie gesagt. Ja, das war's. Eine Stunde. Tschüssi, bis bald.